Herzlich willkommen auf meinem Kanal Red Square. Ich bin Boris und ich darf euch heute, ja, wie angekündigt, zu einem absoluten, in meinen Augen, Must-See-Film begrüßen, und zwar Terrifier 1. Und damit würde ich auch gleich sagen, geh mal ab in den Film. Sollen wir? Nach einer feuchtfröhlichen Feier in der Halloween-Nacht treffen die attraktive Tara und die nicht minder hübsche Dawn auf der Straße einen etwas sonderbar wirkenden Clown, den sie später wie durch einen Zufall erneut in einem Schnellrestaurant wiedersehen. Während Dawn in dem Clown einen harmlosen Freak sieht und mit ihm scherzt, genießt Tara den geheimnisvollen Fremden nur mit Vorsicht. Als die Frauen nach Hause fahren wollen, sind die Räder des Autos urplötzlich zerstört und Tara ruft ihre Schwester Victoria wegen prompter Abholung ab. An. Was die beiden nur erahnen können, die zerstochenen Reifen gehen auf das Konto von Art dem Clown, einem psychopathischen Killer, der im Burgerladen bereits die Angestellten auf bestialische Weise getötet hat und nun auch ihnen nach dem Leben trachtet. Eine gnadenlose Hetzjagd mit unzähligen Toten beginnt. Terrifier 1 ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahre 2016, also auch schon 8 Jahre hat der erste Teil auf dem Buckel. Und Regie geführt hat hier der damals noch eher unbekannte Damien Leone. Und auch die Schauspieler sind eher unbekannte Darsteller. Und zwar haben wir hier einmal Jenna Cannell, Catherine Corcoran und David Howard Thornton, der den Art, den Clown, spielt. Genre-technisch halten wir uns hier in einem Horrorfilm auf. Splatter- und Slasher-Genre kommen noch hinzu. Eine Altersfreigabe haben wir hier von ungeprüft, und ich würde auch jedem dazu raten, die ungeprüfte Version sich anzusehen, weil die, die ihr hier in Deutschland bekommt, ist doch dann um einiges gekürzt mit einer Freigabe von FSK 18 und einer sehr, sehr angenehmen Laufzeit von 85 Minuten. Und auch hier habe ich mir natürlich einige Notizen gemacht, und zuallererst muss man sagen, dass der Film anfangs beim Release 2016 eher unter dem Radar von allen lief und einen regelrechten Boom erst so gegen 2020, 2021 erhalten hat. Ich habe mir hier zum Beispiel noch notiert, dass der Film etwas geschafft hat, was nach Scream aus den 90er Jahren keinen Film mehr wirklich erreicht hat. Und zwar mit Art dem Clown hat es Damien Leone geschafft, einen neuen Slasher-Killer neben Jason, Michael oder Leatherface und Co. zu erschaffen, den die meisten zumindest kennen oder gesehen haben. Er ist hässlich, wirkt teilweise, ja, muss man schon sagen, deformiert, hat einen großartigen Slapstick-Humor, der mir sehr gefallen hat oder immer noch gefällt, und ist unglaublich einfallsreich, was die Kills angeht. Art besitzt eine psychisch greifbare Präsenz mit einer unfassbar diabolischen Aura. Jetzt muss man doch hier definitiv sagen, die einen lieben ihn und die anderen hassen ihn. Dazwischen gibt es dann doch relativ wenig. Jedoch bietet der Film einige grandiose und zugleich Gore-Szenen mit ausgiebigen Foltereinlagen und Verstümmelungen, die allesamt, und ihr wisst, was ich davon halte, ja, handgemacht sind und nicht billig wirken. Und das gerade mal bei einem Budget von $700.000. Man muss auch ehrlicherweise zugeben, die Story ist ja relativ sinnfrei, geradlinig, nicht immer logisch oder gar nachvollziehbar. Muss sie aber auch nicht, und das will sie auch gar nicht. Kurz gesagt, der Film will selbst nicht mehr aus sich machen, was er ist. Und trotz allem, die Kameraarbeit ist sehr ruhig gehalten und im leicht überbelichteten, vor allem Retro-Stil, was also für mich einen sehr, sehr, sehr positiven Eindruck hinterlassen hatte. Hinzu kommt ein fabelhafter Synthi-Sound, der einem durch Mark und Bein geht und die Atmosphäre des Filmes noch beklemmender wirken lässt. Der Film an sich unterhält mich persönlich
immer wieder hervorragend. Ich gucke ihn mir regelmäßig an und auch sehr, sehr gerne. Ebenso auch wie den zweiten Teil, auch wenn der natürlich etwas länger gehalten ist wie Teil 1. Ich freue mich schon riesig auf Teil 3 diesen Jahres. Im Dezember, glaube ich, wird er kommen. Und er hat mich nachhaltig auch beeindruckt. Denn so kompromisslos und leidenschaftlich wurde in bewegten Bildern schon lange nicht mehr gemordet. Und somit erhält Terrifier 1 von mir 9 von 10 Filmrollen. Und damit möchte ich mich natürlich wie immer bei euch bedanken und vorab natürlich auch etwas spoilern. Im nächsten Teil wird es um God is a Bullet gehen. Und hier könnt ihr euch echt auf einiges gefasst machen. Satanische Sekten, tolle Charakterzeichnungen, ein wirklich krasser, extrem guter Film, der letztes Jahr absolut untergegangen ist, was ich sehr, sehr schade finde. Umso mehr freue ich mich darüber, ein Review zu machen und ihn ein wenig vielleicht auch aus der Versenkung zu holen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Film. Macht's gut. Ciao.